So, dann drehen wir jetzt zur nächsten Folge mal wieder die Uhr an. Wir haben ja eine Sanduhr, die ist 5 Minuten lang. Und 10 Minuten wollen wir reden. Also wie oft muss ich umdrehen? 2-mal, ich habe es mir gemerkt. Nein. Einmal. Einmal, sonst sind es 15 Minuten. Also ich drehe es jetzt um. Das liegt daran, dass ich immer noch mehr Worte rausschicke. Liebe Leute, wir sind in unserer zweiten Folge im Podcast Gerne Montag, euer Podcast gegen den Sonntagsblues. Und Stefan, ich habe ein schönes Erlebnis gehabt. Okay. Saß in einem Café, 2 Männer haben sich unterhalten. Was würden sie machen, wenn sie im Lotto gewinnen würden? Oh, was würde man machen? Das hören wir uns jetzt gleich an. Da bin ich gespannt. Eine wunderbare Schwede. Wie viel muss man gewinnen? Das ist auch die Frage, ne? Mehr als 2,50 Euro, hoffentlich. Okay. Ja, also wir müssten mehr im Lotto gewinnen, als wir einsetzen zumindest. Sagen wir mal, es sind 10 Millionen, okay? Oh, 10 Millionen ist ein guter Betrag, das finde ich gut. Was würdest du machen? Bei 10 Millionen? Ja. Boah, warum frage ich, du hast doch 2 beobachtet. Ja, die hatten heiße Vorschläge. Ja, schon. Also da war ein wunderbarer Urlaub dabei, da war natürlich ein tolles Auto, das waren 2 Männer, klar. Die waren dann gleich mal sich überlegt, wie sie das alles aus... Wie so eine Checkliste. Ne? Ja, alles, genau. Und das Lustige war, der eine Mann hat dann ganz viele Wünsche aufgezählt und dann sagt der andere, ja meiner Frau würde ich was Schönes kaufen. Da sagt der andere, ja, aber nur wenn was übrig bleibt. Oh, bei 10 Millionen? Hoffentlich bleibt da was übrig. Das ist schon gut. Wo sich beide einig waren, am Schluss haben sie dann mit einem Bier angestoßen und gesagt, ja, eins würden wir auf jeden Fall nie wieder arbeiten. Echt? Ja. Nie wieder arbeiten war ein Satz? Das war das Ergebnis von denen. Auf keinen Fall, also das wollen sie auf jeden Fall. Ja, aber das würden, glaube ich, viele sagen. Sie, wie wenn du in Rente gehst. Oh, nie wieder arbeiten. Nie. Aber ist das denn erstrebenswert? Würdest du gerne nie wieder arbeiten, Stefan? Nein, weil ich liebe meinen Job. Ja. Das ist aber die Frage, ne? Ich liebe meinen Job wirklich, ja. Und Radio machen und so, das ist einfach geil, ne? Gut, jetzt wenn ich in der Bank wäre, Entschuldigung, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich bin halt nicht der Typ. Vielleicht gibt's Zahlentypen, die mögen das, ne? Oder Excel-Listen, also um Gottes Willen, ja. Steuerberater wäre gar nichts für mich. Vielleicht gibt's da welche. Aber es gibt bestimmt eine Masse an Leuten, die im falschen Job ist. Glaube ich. Was sollen denn die machen oder was würden die machen? Naja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich kann mit Zahlen nicht umgehen, aber der wurde halt, weil der Papa gesagt hat, du lernst jetzt erst einmal was Gescheites, gell? Ja. Und dann machst du halt irgendwas und bist du da drin und hast keinen Bock und sagst, du musst dich reinschleppen. Das kann nicht funktionieren. Und da kommt natürlich ein nie wieder arbeiten, fällt auf guten Boden, ne, auf diese Frucht. Aber wäre doch schöner, wenn ich was arbeiten könnte, was mir Spaß macht. Gibt ja diese schöne alte Weisheit, wer seinen Job liebt, geht keinen Tag in die Arbeit. Richtig. Oh, das ist schön. Das ist schön. Und da wäre mir der Lottogewinn egal. In dem Moment. Aber, absolut. Aber ich verstehe das, wenn jemand sagt, nee, ich will aufhören zu arbeiten. Aber, also jetzt sagst du, und so wie ich dich kennenlerne, glaube ich das auch sofort, wie ich dich kennengelernt habe, das ist deine Leidenschaft, dass du das beruflich machen kannst, klar. Da blühst du auf. Also ich sage auch manchmal, ich hab Momente, da sage ich, boah, da hätte ich jetzt lieber Geld gezahlt. Also ich, wenn ich mit meinen Konzerten unterwegs bin, ich bin mit einem Programm seit dem ersten Programm, seit bald 20 Jahren, immer einmal auf dem Wittekindshof in der Nähe von Bielefeld, das ist eine Einrichtung für geistig und körperlich Behinderte, und spiele dann Konzert, und bevor ich dieses Konzert mache, besuche ich dort die Gruppen. Und ich spiele immer, das Konzertprogramm spiele ich so 400-500 Mal, und 401 Mal, das 401 Mal ist ganz anders. Also das Programm, der Abend ist immer ganz anders. Also die rufen dazwischen und das und das, gigantisch, ich liebe das. Und jedes Mal auf der Heimfahrt schreibe ich meiner Frau, eigentlich dürften die mir jetzt eine Rechnung stellen, weil das so viele schöne Begegnungen waren. Ja, so. Also ich glaube dir das sofort, deine Leidenschaft und wie immer. Trotzdem gibt es ja Tage, da arbeitet man ganz gern. Ja. Und dann gibt es Tage, da arbeitet man gern. Ja. So. Wie gehst du mit den Tagen um? Bei denen ich ganz gern arbeite, sehr gut. Also das funktioniert wunderbar. Das funktioniert sehr gut. Bei den Tagen, wo es jetzt nur gern ist, da hilft mir manchmal dieses 2 Schritte zurückgehen und es mal zu beobachten und zu sagen, nee, aber das ist gut. Das ist gut so. Weißt du, wie ich meine, wenn du drin steckst und du siehst nur Wellen um dich, Berge um dich, was weiß ich alles, oder einen blöden Chef mal oder wie auch immer, und denkst, oh nee, dann 2 Schritte zurück, gucken, mal so innehalten, mal rausgehen, und dann denke ich mir, ja, aber am Ende des Tages gibt es mir mehr, als es kostet. So möchte ich es mal sagen. Also ich bekomme kein Schmerzensgeld, sondern ich bekomme Geld dafür, dass ich gerne arbeiten darf. So, das ist das eine. Aber das ist natürlich schon etwas, was nicht jedem
gegönnt ist, vielleicht aus eigener Kraft oder wie auch immer. Jetzt bist du ja auch therapeutisch unterwegs, schon seit Jahren. Was würdest du jetzt raten, wenn einer zu dir kommt und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr und ich will einfach überhaupt nicht mehr arbeiten? Ich fand den Gedanken von dir mit den 2 Schritten zurück eine ganz gute Geschichte. Ja. Weil ich glaube, es ist manchmal nötig, etwas zu machen oder etwas leisten zu können, etwas gestalten zu können, was vielleicht nicht gerade mein emotionales Feuerwerk ist und sagt, juhu, ich kann es machen. Mir gelingt es aber trotzdem, das zu machen, auch noch gern zu machen, weil ich einen Grund dafür habe. Mhm. Stopp, ich muss die Uhr umdrehen. Oh, Halbzeit schon wieder. Halbzeit, ich will mal ein bisschen schneller reden. Ja, genau. Verlier deinen Gedanken nicht. Ja. Nietzsche hat mal gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Oh, also, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt das Wie. Ja, so. Das ist schön. Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, ich bin Logotherapeut, ergänzt und sagt, wer seinen Sinn im Leben gefunden hat, der wird daran nicht nur glücklich, er wird auch leidensfähig. Okay. Also das heißt, es gibt Tage, da gehe ich in die Arbeit vielleicht und mir denke, was ist denn das für ein anstrengender Tag heute und ob ich das schaffe und die Nase wird mich vielleicht wieder blöd anmachen und der Chef wird mehr von mir verlangen als ich und. Und ich gehe hin und weiß aber, ich mache das gerade für meine Familie, als Beispiel. Jetzt arbeite ich noch ganz fleißig und weil ich das in Kauf nehme, kann ich mir einen schönen Urlaub leisten oder kann ich meine Familie ernähren oder kann ich, keine Ahnung was. Also ich habe einen Grund dahinter, das sind die 2 Schritte zurück. Ich glaube, das ist manchmal spannend, wenn ich feststelle, ich arbeite ja gar nicht, ich kriege auch Gehalt. Da steht ja nicht Vergnügungssteuer drauf. Sondern Arbeit ist ja auch erstmal Arbeit. Ja. Und darf ja auch erstmal Kraft kosten. Darf ja auch erstmal, muss ja nicht immer nur Party sein oder nur Hippios hoch jauchzen sein. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ganz mal spannend, einen Schritt zurückzugehen. Ich habe vor ein paar Tagen erst ein Gespräch gehabt mit einer Frau, die hat, die ist in den Beruf reingestartet, hat eigentlich das gemacht, was sie leidenschaftlich gern gemacht hat. Die hat das auch erfolgreich gemacht und gut. Und die hat aber in einem Konstrukt gearbeitet, im beruflichen Umfeld, wo dann verschiedene strukturelle Änderungen ihr, gar nicht wegen ihr als Person, sondern ihr den Garaus gemacht haben. Sie konnte das nicht mehr machen. Dann ist sie in einen anderen Beruf rüber gewechselt, hat das mit gleicher Leidenschaft gemacht, aber sie konnte eigentlich nicht so mit ihren Fähigkeiten, Gaben, ihrer Leidenschaft am Start gehen. Und dann hat sie sich gesagt, das hat genauso erzählt. Da sagte sie, naja gut, aber ich bringe das ein und ich weiß, ich mache das für meine Familie, ich mache das für meinen Mann, für meine Kinder, für, dass wir uns gemeinsam auch dieses Nest hier aufbauen können. So. Dann ist der Mann schwer krank geworden, konnte nicht mehr arbeiten. Ein Sohn von ihr ist sehr, sehr krank geworden. Also die Familie, für die sie gearbeitet hat, ist Stück für Stück dann auch zerbrochen. Und plötzlich konnte sie die Arbeit, die sie gemacht hat, nicht mehr machen, weil auf der anderen Seite das Warum gefehlt hat. So. Der Mann ist dann, die Ehe ist auseinandergegangen und. Und plötzlich war dieses, ich nehme das in Kauf, damit ich dieses Nest hier oder das unsere Familie zusammenhalte. Und dann ist sie ganz zusammengebrochen. Und dann hat sie plötzlich gemerkt, wie sehr sie über Jahre hinweg die andere Arbeit über ihrem Level gemacht hat. Also viel von ihrem Akku weggenommen hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das Spannende, festzustellen, was ist der Grund, warum ich morgens aufstehe? Für wen arbeite ich eigentlich? Und ich glaube, wenn ich mein Warum habe, das ist jetzt ein deutliches Negativbeispiel, aber gibt es auch genügend Positivbeispiele zu sagen, ich finde ein Warum und dann gehe ich in die Arbeit und dann macht mich der Chef von mir aus blöd an oder die Chefin. Oder dann ist mein Kollege nicht gut drauf oder die Kollegin schießt mir irgendwie die Arbeit rüber, die sie eigentlich tun müsste oder, was auch immer. Und ich nehme das in Kauf, weil ich ein Warum habe und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, immer wieder neu. Deswegen gefällt mir das Beispiel von dir zu sagen, ich gehe mal 2 Schritte zurück. Und ich nehme nicht nur die Situation wahr, sondern ich schaue so in die Metaebene drüber, warum mache ich das eigentlich? Mega. Und das ist eine wichtige Frage morgens, glaube ich, warum stehe ich eigentlich auf? Ja. Was warum ich Ziel, warum steht ihr eigentlich morgens früh auf? Das würde ich mir mal wissen. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Oh ja, das ist gut. Ja? Warum steht ihr auf? Schickt uns eine Mail. Schreibt uns in die Kommentare. Also wenn man älter wird, weiß man auch, warum man nachts manchmal aufstehen muss. Aber es ist ein anderes Thema. Aber dafür auch öfters. Aber es ist auch ein Ziel. Man hat ein Ziel. Ich muss in einen anderen Raum rüber. Und man muss zumindest zielen. Aber das ist auch wahr. Ja, genau. Also könnt ihr auch gerne reinschreiben, warum, wenn ihr wollt. Warum stehst du morgens auf? Also jetzt nicht nachts, sondern morgens. Weil ich freue mich tatsächlich darauf, diesen Tag wieder gestalten zu können. Okay. Aber es ist schon, manchmal ist es schöner und manchmal natürlich weniger schön. Das gibt es schon auch, wo ich denke, ach nö. Und witzigerweise, und das muss ich schon sagen, da können wir auch mal drüber sprechen. Vielleicht weißt du das. Es gibt so Tage, wo ich müde bin, auch in der Früh, wo ich dann, wenn ich so im Halbschlaf bin,
ganz schlecht drauf bin. Also ich bin ganz schlecht drauf und bin so im Halbschlaf. Mhm. Und dann, oh nee, aufstehen. Und sobald aber so ein bisschen die Lebensgeister kommen, dann geht's. Mhm. Und plötzlich werden die Probleme kleiner, weil ich mehr Kraft bekomme. Mhm. So kommt mir das vor. Dann noch einen Kaffee rein, nochmal einen Kaffee und dann geht's schon. Aber dieses, das ist so ein kleiner Blues wie beim Sonntagsblues auf dem Montag, so ein kleiner Blues, bevor ich aufstehe. Das habe ich schon nochmal so, ja, jetzt muss das sein. Ja, aber ansonsten weiß ich, okay, es kommt der Tag, aber das ist so noch nicht ganz steuerbar für mich. Also das muss ich dazu sagen. Hoppala. Ich glaube, da wäre es mal spannend, und einen ganz heißen Tipp zu holen. Oh ja. Was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, der Körper fühlt sich ganz komisch an, ja, und ich lerne mal dieses Wissen zu haben, ich bin mehr als mein Gefühl, da kommt hier ein ganz besonderer Tipp. Also, gerade Menschen, die gefühlsstark sind, mal positiv formuliert, können schon mal unter heftigen Gefühlen wie Angst oder Wut richtig leiden und empfinden dann, dass diese sie überfluten und komplett bestimmen. Eine sehr hilfreiche Übung, wenn man sich ein bisschen von seinem Gefühl distanzieren möchte und wieder ein wenig mehr Luft bekommen will, ist folgende. Stell dir vor, du bist ein Hotel und jetzt checken nach und nach alle möglichen Gefühle ein, als Gäste. Und du nimmst die einfach mal wahr und beobachtest. Du kannst auch beschreiben, was passiert. Aha, da ist sie ja, die schweißnasse, kalte Angst. Und da ist sie, die heftige, brennende Wut. Und wer kommt denn da? Die dunkle, schwere, traurige Trauer. Und allein durch diese Formulierungen kommst du in eine Beobachterposition. Ich bin nicht mein Gefühl, ich bin das Hotel. Wenn ich jetzt aber die Gefühle nicht reinlasse und willkommen heiße, dann machen die natürlich Terror. Und das Kleinste ist noch, dass die ständig auf die Klingel tippen. Wir sind da, wir sind da. Die haben schon ordentlich Wumms und können uns, wenn wir sie nicht sehen wollen, ganz schön dominieren. Also übernehmen wir jetzt die Kontrolle und sagen zum Beispiel, hey, hallo Wut, herzlich willkommen. Ich will dich mal genauer kennenlernen. Du bist es wahrscheinlich wert, angesehen zu werden. Und ich frage jetzt mal, was du von mir willst. Wahrscheinlich auf irgendeine Ungerechtigkeit hinweisen oder du bist ein altes Gefühl und willst endlich verarbeitet werden. Kann ja alles sein. Auf jeden Fall bin ich hier der Chef und schaue in Ruhe, was mir gut tut. Und dann wird es sein wie mit den meisten Gästen. Die reißen dann auch wieder ab. Oh, das ist ein guter Tipp. Das möchte ich mal, da bin ich gespannt. Das werde ich mal ausprobieren. Eine Woche lang haben wir Zeit, denn Woche später kommt unser nächster Podcast. Jawohl. Wir wünschen euch dann natürlich ganz viel Erfolg, das mal auszuprobieren. Mhm. Einen fröhlichen Montag, kommt gut durch die Woche. Jawohl, und auch wenn heute Sonntag ist. Morgen dann einen fröhlichen Montag. In einer Woche hören wir uns wieder. Jawohl. Und wir haben es fast geschafft, die 10 Minuten zu überziehen. Ja, ja, natürlich. Nachspielzeit ist immer da. Nachspielzeit ist immer da. Kommt gut durch die Woche. Ja. Alles Liebe sagen Stefan Schwabenmieder und der Andi Weiß. Alles Jawohl. Gute. Ciao.